ob es jetzt das Wasser hält, obwohl es dann da jetzt das Baby sich auch manchmal hinsetzt, dann liegt es ja auch. Oder ist das warm oder kalt jetzt, das Wasser? Das Wasser ist wichtig. Unten, das ist jetzt so kalt. Also nicht warm. Weil wenn sich das Baby jetzt hinsetzt und der Superabsorber das nicht halten kann, dann wird es ja wieder alles nass und dann wird die Hose nass. Das ist dann ja blöd. Also wir müssen jetzt gucken, ob das jetzt auch so hält. Weil der Superabsorber muss auch erst ein bisschen ziehen. Wir gucken jetzt, meine Mutter guckt jetzt gerade. Die steht nicht so lange, wie lange? Ich wollte mal versuchen auszudrücken. Also wir holen es jetzt raus. Warte, lass mal einfach noch drauf, weil ich einfach nicht mehr das verschieben will. Wir lassen noch ein bisschen drauf. Genau, jetzt hoch. Jetzt nehmen wir es runter. Jetzt müssen wir versuchen, es auszubringen. Nehmen die Babywindel und versuchen die jetzt auszubringen. Also man spürt jetzt schon, die ist so Gelee-artig. Ich bringe die jetzt aus. Aber es kommt jetzt irgendwie nichts. Ja, jetzt müssen wir nicht viel passiert, also kommt gar nichts. Okay, es kommt schon, aber also sie hat sehr viel aufgenommen. Man fühlt auch so Gelee-artig. So, müssen wir das noch auffangen und messen. Und das Wasser müssen wir jetzt messen und dann gucken. Daraus wissen, wie viel das aufgenommen hat. So, hier reinschauen. Vorsichtig. Halt mal fest, Erik hält. Ganz vorsichtig. Wo bei die Schüssel ist ja auch mal wieder Wasser da drin bleiben. So, das und was habt ihr jetzt gesehen? Das hat von den 500, die wir reingetan haben, sind jetzt ungefähr wieder 70 rausgekommen. Wie viel? 75. Ja, 75. Also wir können sagen, die Windel hat jetzt 75 Milliliter Wasser, 425 Liter Milliliter aufgenommen und also hat jetzt 75 Milliliter wieder abgeschlossen, also konnte nicht aufnehmen, als wir ausgewogen haben. Und daran sieht man jetzt, Windeln können Wasser sehr gut aufnehmen. Also dass hier das immer noch so, also wird man jetzt gar nicht so großartig nass. Und 500. Hier, das sind jetzt 75 und da versuchen wir jetzt, was versuchen wir da jetzt? Den gleichen Versuch mit Küchentüchern. Und hier der gleiche Versuch nochmal mit Küchentüchern. Und dann sieht man eben, was für ein Unterschied zwischen Windeln und Küchentüchern da ist. Wie viele Küchentücher hast du reingetan? Und jetzt müssen wir warten so ein bisschen. Muss man dann, glaube ich, hier wieder zurückschauen. Nein, ich denke auch. Und dann warten noch ein bisschen. Wir warten jetzt, damit die Verhältnisse auch gleich sind. So, ich denke, jetzt können wir das runternehmen. Wir nehmen es jetzt mal runter. Und jetzt hole ich es raus. Man sieht erstmal, es tropft sehr viel ab, nicht wie bei der Windel. Und wenn ich es jetzt ausbringe, es kommt der Großteil wieder raus. Und wenn man es jetzt misst, zurückschütteln. Ja, das haben wir.
Und alles andere hier sind die Ja, das ist aber mehr als 500 genommen, oder? Nein. Das kann ja zu schwer gewesen sein. Also, wir haben jetzt entweder etwas falsch gemacht oder es ist ein Wunder passiert. Dafür war. Hier sind jetzt über 600 drin und wir hatten vorher 500. Das kann nicht sein. Also, wir haben jetzt irgendetwas falsch gemacht. Wir versuchen das Ganze nochmal. Sehr gut. Bist du nochmal 500 abgeladen? Das finde ich prima, dass du so genau arbeitest. Ja, genau. Dann haben wir den ganzen Vorgang mal schön drauf und alles erzählt. Das macht mir total gerne so was. Wir haben. Warte, Moment. So, jetzt kannst du anfangen. Wir haben hier jetzt 500 Milliliter Wasser abgemessen. Und jetzt gießen wir das hier auf diese Küchentücher. Wie viele hast du genommen? Wie viele Tücher? Ungefähr so. Wir haben so 10 Stück ungefähr oder mehr. 8 Tücher haben wir genommen. Der versucht es auch. Jetzt kommt ein Topf drauf. Und jetzt Zeit normal oder die Mehl? Und jetzt muss man warten. Was denn? Das noch mehr steigt jetzt. Nee, steigt nicht mehr. Kein Schluss, dann haben wir. Ja, 3.1 dabei. Wir können es wieder hochnehmen. Mit einem super Absorbung Zucker hier. So, jetzt muss ich das halten. Leute, und wir holen es jetzt raus. Hier vorne ist das Zucker. Ja. Warte. So, Küchentücher aufgerundet. Und jetzt schüttet Erik, das ist hier rein, warte Erik, so dass sie es sieht. Schüttet jetzt rein. Ja. Und es ist jetzt ganz knapp unter 500 und da es jetzt hier ein 100er Schritt ist, sag ich mal, es hat 20 Milliliter hat es aufgenommen und dann hat es jetzt 480 Milliliter hat es nicht aufgenommen. Also, wenn man es jetzt so sagt, die Windel nimmt wesentlich mehr auf als das Küchentuch. Das ist jetzt hier auch total trocken und die Windel ist auch total trocken und daran sieht man jetzt, wenn man jetzt dieses Fächer nimmt, das sind jetzt zwar unterschiedliche Behälter, aber wenn man es jetzt so nimmt, also das hat wesentlich mehr nicht aufgenommen als, also das ist von der Windel und das ist jetzt von den Küchentüchern. Das hat wesentlich mehr aufgenommen, da ist viel weniger Wasser zurückgeblieben und da ist jetzt der Großteil wieder rausgegangen. Also hier wurde jetzt, also das Küchentuch kann nicht so viel aufnehmen, also Windel kann mehr absorbieren. Und gibt es noch Versuche? Ja, das war es jetzt mit Versuchen. Also wir können jetzt hier nochmal die Becher angucken. Die haben sich bestimmt auch nochmal ein bisschen verändert. Das mit dem, der 2,5 Gramm Superabsorber und die Zuckerlösung. Also schon steif, aber eben noch nicht ganz. Hier das mit der Kochsalzlösung. Ist total flüssig und haftet jetzt gut. Total flüssig. Meine Hände glänzen. Und wenn man es jetzt so vergleicht, dann
dann sieht das hier viel blasser aus. Also so, das sieht viel mehr nach Schnee aus und sieht trockener aus. Hier ist die Gelatine, die ist noch total flüssig. Wenn man da jetzt mal den Vergleich nimmt, das geht sofort. Also hier, das kompakt wie Wackelpudding. Das hier ist jetzt das mit dem destillierten Wasser. Total fest. Und das hier war mit Leitungswasser. Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, dann ist das hier ein bisschen nässer als das hier. Das ist das mit dem Leitungswasser und das ist jetzt mit dem destillierten Wasser. Und jetzt kann man auch noch das mit dem Kochsalz nehmen. Welche Flüssigkeit ist das? Ah ja, genau. Das ist Kochsalz. Das ist eben total flüssig und in Superabsorber, also beim Kranberger, also beim Kranwasser, da ist auch immer ein bisschen Salz mit drin, weil hat sich vom Stein gelöst und sowas. Und das hier, das war auch noch ein Versuch. Da sieht man jetzt, das mit dem destillierten Wasser, das ist total aufgequollen. Und das mit der Kochsalzlösung, das ist jetzt nur so. Und das mit dem Destillierten, das ist jetzt so. Und das andere war so. Also das mit dem destillierten Wasser, das hat viel mehr aufgenommen. Ja, das waren jetzt alle Experimente. Ich kann dir noch mal was zeigen. Das hat sich immer noch nicht verändert, das mit dem Zucker, weil es wirkt ja auch manchmal später. Das noch total wässrig. Das ist mit dem Salz. Und das ist mit dem Zucker, das ist noch total fest. Wie das unter der Lupe aussieht. Ja. Prima, das war's. Das hast du sehr gut gemacht. Es wird hier immer mehr flüssiger. Da können wir schreiben, die Gelatine kann man ausdrücken, ne? Ja, darf ich nochmal Christian? Dankeschön. So, jetzt kriegt man so, aber sofort als Baby im Arsch. Genau. Ja, das stimmt doch. Also es geht nicht, ne? Ausbringen geht nicht. Muss man jedenfalls ausdrücken. Jetzt nehmen wir noch. Und erzähl mal noch was. Also, wenn man da jetzt Wasser drauf tut, es quillt auf, so ruckartig. Ich weiß jetzt nicht, wieso das so ruckartig aufquillt. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Und wenn das Wasser jetzt dazu kommt, also es ist so, als ob das die ganze Zeit Durst hätte und sofort aufnimmt. Und desto mehr es aufnimmt, also trinkt, desto dicker wird es. Na, Mats? Zieh dich auf, wie Magneten auf. Also die diese Sachen ziehen sich auch wie Magneten an. Gegen